Kathi Karrenbauer. Ich freue mich total, Sie diesmal hier auch wieder zu sehen. Hallo Kathi, schön, dass du da bist. Ja, danke schön, Sabrina. Ja. Es ist toll heute Abend hier. Schade natürlich, dass Markus nicht da ist, aber Entschuldigung, schade, dass Frank nicht da ist. Aber Markus hat das toll gemacht heute und es gab ja eine Grußbotschaft und eine Videobotschaft. Und ich glaube, wir alle hier wünschen erstmal Frank alles, alles Gute und dass er schnell wieder auf die Füßchen kommt. Also ich kann an dieser Stelle sagen, wer Kathi nicht kennt, hat die Welt verpennt. Weil damals, als diese tolle Serie Hinter Gittern ins Leben gerufen wurde, da war ich natürlich auch mit dabei und ich hatte sogar eine ganz kleine Rolle. Bin wie Hitchcock durchs Bild gerannt, ja, und seitdem habe ich diese Serie halt immer wieder geguckt. Und ich bin so glücklich, dass sie jetzt auch gerade mal wieder wiederholt wird, ne? Da bin ich ständig wiederholt. Ja, ständig also würde man dafür bezahlt werden, dann bräuchte man gar nicht mehr arbeiten gehen. Kathi, was gibt's für neue Projekte? Na, ich habe ganz viel gemacht in diesem Jahr. Also jetzt gerade gestern war ich ja, oder vor ein paar Tagen war ich auf Sendung bei Hotel Mondrial und habe für Quartett gedreht. Das kommt aber, glaube ich, erst 2024. Ansonsten spreche ich ja ganz viel und werde auch meine Bücher tatsächlich, habe ich mir jetzt doch überlegt, als Hörbücher rausgeben, weil nicht mehr so viele Leute das haptische Buch mögen, so wie ich. Aber ich schaue immer nach vorne. Und ansonsten ist ja da noch mein Papa, mit dem ich viel Zeit verbringe. Genau. Ja, ein Buch in der Hand zu haben, ist immer wunderschön. Aber so ein Podcast im Radio zu hören oder im Autoradio zu hören, das finde ich einfach entspannender und viel, viel schöner. Was wünschst du dir fürs nächste Jahr? Gesundheit, Frohsinn, Frieden natürlich. Also ich glaube, den wünschen wir uns alle und den hätten wir verdient. Es brodelt ja überall, das macht den Menschen Angst. Und es gibt natürlich viele, viele politische Entscheidungen, die gerade ganz schwierig sind für sehr unterschiedliche Bereiche des Lebens. Ob das für die Krankenhäuser ist, aber für den gesamten Gesundheitsbereich, für den Gastronomiebereich, aber eigentlich für alle Menschen. Wir haben die große Karstadt-Pleite jetzt. Viele Menschen wissen gerade nicht, wie es weitergeht. Dann werden die nächsten Streiks angedroht. Also ich wünsche mir für alle Gesundheit und Frohsinn, dass auch mal wieder was Fröhliches ins Leben kommt. Was ich mir wünsche, dass die Menschen einfach mal wieder das, was Kathi gerade gesagt hat, dafür gemeinsam aufstehen und dafür kämpfen und nicht einfach sagen, na, wird schon irgendjemand machen. Nee, macht keiner. Entweder, ja, die Diskussion hatten wir gerade. Genau, wir hatten das gerade mit der Landwirtschaft und den Bauern, die ja hier in Berlin gestreikt haben. Das hat richtig Wirkung gezeigt und auch natürlich die Androhung am 8.1. hier nochmal wieder aufzuschlagen und zwar in Gesamtdeutschland und zu sagen, so wollen wir nicht. Und wir haben das so ein bisschen verlernt, vielleicht auch in der Corona-Zeit, wo es hieß, du bleibst da, du machst dies, du machst das und man so sehr gegängelt wurde. Und ich glaube, es ist an der Zeit, aufzustehen und zu sagen, nee, so wollen wir das nicht mehr. Genau, und so solche Gesichter wie Kathi, Gesichter, die man einfach kennt im deutschen Fernsehen oder über die Mauern hinweg, die gemeinsam aufstehen, so wie damals die Les Humphreys Singers, haben sich zusammen nach oben gebeamt, haben Erfolg gehabt und so müssten wir es eigentlich auch machen und ich wünsche mir das fürs Jahr 2024. So, dann wünschen wir uns das. Hallo. Da kommen die Fans, da kommen die Fans. Wir müssen uns verabschieden. Noch tschüss. Alles Gute. Ich wünsche allen Zuschauern alles, alles Gute für 24. Sie wissen ja, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Aber vor allem wirklich zuversichtlich ins neue Jahr gucken. Das wünsche ich Ihnen. Kommen Sie gut rein. Jetzt erstmal frohe Weihnachten und einen tollen Rutsch. 24 wird unser Jahr. Bitte.